Hallo, ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin, und in diesem Video geht es um meine Ansicht zum Thema, was ein Porträt ist. Ein Porträt ist ein Foto, was mit dem Betrachter kommuniziert. Alles, was dieser Mensch vor meiner Kamera zeigt, Lächeln, Frisur, Kleidung, ist sein Statement. Und wir bewerten dieses Foto genau danach. Wir empfinden entweder Sympathie oder lehnen ab oder spüren, was dieser Mensch gerade empfunden hat, wie fröhlich oder traurig er war. Bei einem Gesicht sind die Augen ganz wichtig, weil sie uns auch sehr viel erzählen. Sie können tot sein, also nichts erzählen, weil der Mensch während des Fotoshootings zu sehr daran gedacht hat, wie er aussieht und nicht präsent ist. Um in einem Foto präsent zu sein, ist es auch erforderlich, dass eine Kommunikation zwischen mir, der Fotografin und dem Menschen vor meiner Kamera stattfindet. Okay, es gab auch Richard Avedon, der hat während eines Shootings überhaupt nicht mit den Leuten vor seiner Kamera gesprochen. Entsprechend sahen diese Fotos aus. Wobei ich nochmal betonen möchte, dass ich Richard Avedon natürlich sehr schätze und auch seinen sehr speziellen Stil. Es ist eben nicht meiner. Mir ist es wichtig, dass der Mensch authentisch ist, lebendig und was erzählt. Es kann aber auch sein, dass Fotos, auf denen wir den Menschen nicht ins Gesicht gucken können, der vor meiner Kamera steht oder den ich gerade fotografiere, sehr viel über den Menschen erzählen oder über Gefühle oder so etwas. Nun ist es auch so, das dürfen wir nie vergessen, dass das Porträt eines Menschen auch immer zum Teil ein Porträt von der Person ist, die diesen Menschen fotografiert. Ich weiß, das ist nicht so bekannt oder nimmt man nicht so wahr, ist aber so. Ich möchte ein paar Fotos zeigen, auf denen wir Menschen nicht direkt ins Gesicht gucken können und die trotzdem etwas über diesen Menschen erzählen. Und bin sehr gespannt, was deine oder ihre Meinung zu dieser Art des Porträtierens ist. Es gibt noch andere Gründe, warum man sogar mit Absicht das Gesicht einer Person im Foto nicht zeigt. Ich bin Oma, eine sehr glückliche Oma, und ich möchte gerne meine Liebe, die ich zu meinem Enkel empfinde, in Fotos erzählen. Nun ist es aber so, dass meine Tochter nicht möchte, dass ich Fotos ihres Sohns ins Internet stelle. Diesen Wunsch möchte ich und akzeptiere ich natürlich. Und habe ein paar Fotos zusammengestellt, von denen ich hoffe, dass sie das erzählen, auch Ihnen oder dir das erzählen, was ich erzählen möchte. Auch hier würde mich wieder sehr interessieren, wie deine oder ihre Meinung dazu ist. Thank you.
weitere Videos regelmäßig von mir sehen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, mir Fragen stellst, entweder als Kommentar unter diesem Video oder schriftlich per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist eigentlich ganz einfach. Sie lautet mail@beateknappe.de. Ich werde mich bemühen, alle Fragen zu beantworten, entweder im Live-Chat freitags um 12 Uhr auf Facebook oder in einem weiteren Video. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.